das Mikro vergessen. Willkommen zurück zum zweiten Teil von Bioshock Infinite, das wir heute spielen. Ich habe bei der letzten Aufnahme von gestern gemerkt, dass die Hintergrundgeräusche, das Spiel selber unheimlich leise ist. Ich habe jetzt nochmal 15% hochgesetzt. Es läuft jetzt auf 85%. Ich glaube, es gibt keine Aufnahme, die so laut läuft. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es jetzt laut genug ist. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Aber es dürfte zumindest schon mal wieder lauter sein als gestern. Gestern musste man wirklich, ja, genau hinhören, um alles noch zu verstehen. Tut mir leid, wie ich gesagt habe, wenn man das so aus der Hüfte quasi ein Let's Play macht, dann kann sowas nun mal passieren. So, gehen wir mal rein. Tauchen wir weiter ins Spiel. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, da hinten sind ja Leute. Können wir hier rüber gehen? Nee, offensichtlich nicht. Können wir hier rüber gehen? Offensichtlich logischerweise auch nicht. Hier ist die Kerze aus. Wer hat die ausgeblasen? Wir können also nur geradeaus zu diesen merkwürdigen Menschen da hinten. Mit weißen Kutten im Wasser stehen. This path of forgiveness is the only way to the city. Also dieser Weg der Verzeihung, ne, des Verzeihens besser, ist der einzigste Weg in der Stadt. Okay. Das heißt also, man muss uns erst verzeihen und uns vielleicht wieder neu taufen. Das sieht also ein bisschen aus wie eine Taufe hier gerade, ne? Für eine Erwachsenentaufe. Wahrscheinlich muss man uns erst verzeihen, bevor wir überhaupt in die Stadt dürfen. Mal gucken. Wir kommen ja hier nicht wirklich weiter geradeaus. Ich habe zuerst gelesen, tritt ihn in den... Aber lassen wir das. Ist das ein Neuer aus dem Sodom unter uns? Angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn. Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt. Amen, sage ich euch, den Weg in die Stadt. Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Ja, ich will. Ich will einfach nur hier durch. Falsche Antwort. Lass dich taufen, um die Stadt betreten zu können. Also, das war ja zu erwachen. Hast du so ein nervöses Zucken in den Augen? Hm? Was willst du? Are you talking with me? Huh? Are you talking with me? Okay. Sind das alles Geschwister? Die sehen sich alle so... Ah, nee, der sieht anders aus. Die sehen sich alle so ähnlich. Entweder das oder umkehren und wieder in die Rakete steigen. Also, wir wollen nicht wieder in die Rakete steigen. Sind da nicht. Komm und werde geläutert. Ja, ich... Halleluja! Ja, Halleluja! Natürlich akzeptiere ich die Taufe. Hey. Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Der ist blind. Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht. Ja, ich habe... Der hat so gut gemeint mit der Taufe. Wer ist da? Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Gehen Sie weg. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Okay, also wir sind in einer Traumsequenz offensichtlich, ja. Okay, können wir irgendwas hier machen in dieser Traumsequenz, in der wir ja eigentlich in Wirklichkeit ertrinken? Koffer. Unsere Abzeichen. Soldatenzeit sozusagen. Jede Menge Alk und Karten. Kann man irgendwas hier lesen? Race Forum, also tippen scheine ich offensichtlich auch. Dann gibt es hier so einen Steckbrief, da kann man aber nichts machen. Die Tür kann man nicht öffnen.
Was steht denn hier auf der Tür? Ah! Booker DeWitt Investigations into Matters. Okay, both public and private. Okay. Ich bin ein Detektiv, offensichtlich. Oh, okay. Warum wird die Stadt angegriffen? Warum stehe ich in der Luft? Okay. Dieser Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertränken klar machen. Ich muss mir einen markanten Punkt suchen und rausfinden, wo ich bin. Vater Franklin erhielt einen goldenen Schlüssel, auf das Edens Industrie es über alle anderen Nationen erheben solle. Vater Jefferson erhielt eine Rolle, auf das Edens Gesetze es über alle anderen Nationen erheben sollen. Und so erneuern wir jedes Jahr unser Bekenntnis zu den Gründern und dem Propheten Vater Comstock. Bekennen uns erneut zum Propheten Vater Comstock. Auf das wir auf dem Pfad des Propheten wandern. Amen. Comstock. Habe ich das gerade richtig verstanden? Der heißt Comstock. Na, solange er nicht auf Jungs steht. Dann haben wir ja nichts zu befürchten von Herrn Comstock. So, offensichtlich geht's hier unser nur hoch. Unser Prophet füllt die Lungen mit Wasser, auf dass sie die Luft umso mehr lieben. Ja, ja. Ja, so kann man es auch sehen. Oh, was liegt denn da? Ein Apfel. Plus Gesundheit. Ah, konnte man gebrauchen, offensichtlich. Was hast du uns zu sagen? Ja. Raben, die fliegen weg. Senkrechtstarter-Raben. Das ist merkwürdig. Das ist auch merkwürdig. Der Pirol sitzt doch da oder fliegt doch da gerade im Wasser oder sieht das nur so aus wie... Nein, er sitzt eindeutig im Wasser und fliegt. Also, na gut, er ist sehr knapp über die Wasseroberfläche. Kann man hier noch irgendwas? Anscheinend kann man nicht mit den Leuten... Ups. Mit den Leuten... Warum hat er denn jetzt... Na, ist egal. Man kann nicht mit den Leuten reden. What is Columbia, if not another Ark for another time? Also, was ist Kolumbien, wenn nicht für eine... Wenn nicht eine Arche für eine andere Zeit? Okay. Der du den Delaware überquertest, mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln, behüte mich und gib mir Kraft. Schütze meinen Geist vor Furcht und Zweifel, auf dass ich allen Eindringlingen standhalte. Vater Washington, erhöre mich. Vater Washington, okay. Rebell gegen Ignoranz und Tyrannei. Teile deine Weisheit mit mir und lass das Licht deiner Klugheit ein Leuchtfeuer sein in der Dunkelheit. Vater Jefferson, erhöre mich. Washington, Jefferson, das waren doch alles Gründerväter von Amerika, ne? Dein Schwert und der Rolle und dem Schlüssel. Amen. Okay, bei dem Schwert, der Rolle und dem Schlüssel. Ja, ich mag auch Schwerter, Rollen und Schlüssel. Und ich mag vor allem Geld. Und Äpfel. Dass du schaust, ihr göttliches Wirken, erkennest das Überirdische. Deine Inspiration und Imagination übersteigen bloße Wissenschaft und öffnen uns die Augen für das Mysterium. Vater Franklin, erhöre mich. Ja, Washington, Franklin, Jefferson. Das waren die Gründerväter von Amerika. Aber wir sind ja nicht in Amerika. 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 So eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Ja. Also gut. Ich muss das Mädchen finden. Ich finde, das beschreibt es gerade ganz gut. Oh,
Aber Sinn für Design haben sie. Okay. Ey, Achterbahn. Gratis Achterbahn offensichtlich. Nett. Okay, also offensichtlich besteht diese Stadt aus mehreren fliehenden Inseln, die teilweise mit einer Seilbahn verbunden sind. Komisch, weil die müssen ja dann flexibel sein, ne? Weil die ja offensichtlich die Höhe nur bedingt gut halten. Zumindest die Insel hier vorne. Naja, gehen wir einfach mal weiter. Oh nein, Mr. Rossignol. Ich habe noch nie Austern gegessen. Ich? Mr. Rossignol, sieh schlimmer. Oh, Mr. Rossignol. Chips essen. Na, gerne doch. Verdammt lästig, wenn Gebäude nicht rechts. Und Limonade trinken. Gestern musste ich die Gondel nehmen. Dicht an dicht mit lauter Gesindel. Aha. Da musst du mit der Gondel fahren, zusammen mit lauter Gesindel. Das ist natürlich schon hart. Okay. Morgen. Freut mich sehr. Okay, hier kann man für einen Dollar Popcorn, Limonade oder Rootbier. Ob ich den Hotdog essen darf? Ich werde den noch bezahlen müssen mit ziemlicher Sicherheit. Also kaufen wir ihn nicht. Halt Geld sparen, ne? Perfekter Tag für die Feier. Vater Comstock muss das vorhergesehen und genauso geplant haben. Ja, natürlich. Der Comstock, der sieht vieles kommen. Da bin ich mir sicher. Diese Statue. Ich finde, sie bringt Vater Comstocks totale Göttlichkeit nicht rüber. Ach ja? Tja. Also ich finde, der Comstock hat einen kleinen Comstock. Hast du heute Morgen Zeitung gelesen? Unmenschlich, diese Box. Und was gibt's Neues? Wir können keine Zeitung kaufen? Okay. All of Columbia celebrates. Also ganz Kolumbien feiert. Warum gibt es hier Pirole? Naja, wir sind schließlich in Kolumbien, ne? Mögen gibt's nicht für einen Liberty Scout. Da zählen keine Wünsche. Nur Pflichten. Aha, ein Liberty Scout. Ah, wird schon direkt von klein auf werden die Kinder. Stoll ist der Richtige. Der ist für Glaube, Familie und Vaterland. Wer kann da schon dagegen sein? Was ist das hier? Daily Docking Schedule, Arrival Times, Departure Times. Aha. Hudson's Fine Closing. Ah, ich verstehe. Die Insel, die hält hier zu bestimmten Zeiten und zu anderen Zeiten fliegt sie dann wieder weg. Sieht so ein bisschen aus, als wenn die beiden Inseln hier so gegeneinander stoßen würden. Und es sieht so ein bisschen aus, als ob da hinten die Schienen ins Nix verschwinden. Aber gut. Vox Populi hier, Vox Populi da. Was heißt Vox Populi überhaupt, verdammt? Das ist Latein, es heißt... Latein. Ja, Latein. Okay. Ob wir den Käse also, uns klauen können? Gleich. Der Kellner hat so einen ganz leichten Akzent. Wir klauen einfach mal. Also, Lebensenergie ist auf jeden Fall jetzt wieder voll. Pilgrim Welcome, Pilgrims Welcome, Kurtz, ask about our founder special.
Also Pilger, willkommen. Fragt nach unserem Gründer-Special. Ich habe das Gefühl, wir gehen erstmal zu dem Ankleidungsladen, bevor wir hier die Straße hochgehen. Weil, wenn wir die Straße hochgehen, sind wir ja auch relativ weit weg hier von dem Ankleidungsladen. Wir werden erstmal wiederkommen. Okay. Repairing. Fine Custom Work. A Specialty. Also Reparaturen. Feine, angepasste, also nach Wunsch gefertigte. Gefertigt. Eine Spezialität. Reparaturen nach Wunsch angefertigt. Das, glaube ich, war wahrscheinlich irgendwie anders gemeint. Ist für $1 auch zum Verkauf. Engagieren Sie niemals einen Künstler, mein Lieber. Sie sind einer wie der andere. Launisch und unzuverlässig. Aha. Ich sage eben, der Park ist meilenweit hinter dem Zeitplan zurück. Die Landschaft ist erst halb fertig. Die Statue wurde noch nicht geliefert. Der Brunnen ist voller Regenwasser, Herrgott. Nicht mal die Ringelblumen sind gepflanzt. Okay. Alles Arbeiten, die schon vor Monaten hätten fertig sein sollen. Aha. Und wissen Sie, was dieser Mensch zu mir sagt? Dass er müde sei. Dass ihm die Arbeit ausgelaugt hätte. Ich sage, guter Gott, Mann, verschonen Sie mich. Arbeiten Sie. Mhm. Sind Sie bald fertig da unten? Ja, Sir. Natürlich. Mir eine Vision. Eine Stadt, leichter als Luft. Ich fragte ihn, warum zeigst du mir das, Erzengel? Ich bin kein starker Mensch. Ich bin kein aufrechter Mensch. Ich bin kein Heiliger. Er aber sprach stimmt, eine Wunder. Stimmt, weil er ist der Kommstock. Du hast recht, Prophet. Doch wenn einer wie du Gnade erfahren kann, wie kommt es, dass niemand sonst sie in sich findet? Tja, das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil keiner sucht. Schuhe gibt's hier, okay. Bade benutzen. Okay, kann man nur an- und ausmachen. Wahrscheinlich läuft da normalerweise Musik, die wir ja abgeschaltet haben. Bargains everyday at Hudson's. Also, Reduzierungen jeden Tag bei Hudson. Okay, dafür ist die Kasse aber ziemlich leer. Bemerkenswert. Ja, kaufen kann man hier nichts. Kann man hier irgendetwas? Also ich würde mal so behaupten, völlig unsinnig, wenn sie diesen Store hier nicht gemacht haben. Das wird keinen Sinn ergeben, aber vielleicht sind wir einfach zu früh hier. Also er macht jetzt, passiert jetzt jedenfalls nichts. Also laufen wir weiter. Laufen wir mal in die Stadt rein. Guten Tag, Bürger. Sie sehen fit aus. Tag auch. Danke. Ich weiß, dass ich fit bin. Ich sag mal... Sportfreund. Ich sehe, Sie treiben gern Sport. Genau. Ich bin hier für den griechisch-römischen Stil. Aha. Wenn Sie wollen, demonstriere ich es Ihnen gerne. Den griechisch-römischen Stil. Er meint Ringen. Nein, er braucht es jetzt nicht zu demonstrieren. Da ist es mein fettleibiger Bauch, mir zu schade. Also hier, der Laden ist geschlossen. Mit seinem Sohn auf die Schultern. Okay, Eis. Columbias feines Eis. Distilled Water Eis. Also aus destilliertem Wasser gemachtes Eis. Mal
chillen hier alle. Oh. Ein Roboterpferd. Das ist, okay. Das ist überraschend. Okay. Aha, was haben wir hier? Frisch produziert. Nach den Siegen erschien der Engel Columbia Vater Comstock und er offenbarte ihm die Zukunft. Okay. Und so führte unser Prophet die Menschen fort aus dem Sodom unter uns, hinauf, hinauf in die Stadt, wo sie eine noch perfektere Einheit schufen. Aber es ist das Wunderkind, das Lamm, das die Zukunft darstellt. Der Prophet sagt, dass sie im Turm und da habe ich es verpasst. Okay. Columbia, Raffle and Fair. Okay. Mülltonne durchsuchen. Die ist leer. Limonade trinken. Noch eine Limonade trinken. Die Frage ist, ob man hier die Strecke immer wieder kommt, sodass man halt schon aufpassen muss, dass man vielleicht was liegen lässt, sozusagen. Aha. Die nächste Insel, sozusagen. Wir schweigen sie alle. Okay, ein Polizist. Ja. Kuckuck. 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 Oh, offensichtlich eine Brücke hier, die wahrscheinlich aufgeklappt wird, wenn hier was durchfliegen muss. Okay, Columbia. Columbia, Jahrmarkt und Verlosung. Danke. Boah, ist nicht zu übersetzen. An so einem Tag zur richtigen Veranstaltung zu gehen, ist nicht leicht. Man kann nicht überall sein. Ja, man kann wirklich nicht überall sein. Ja, natürlich. Zur Verlosung. Dieses Jahr habe ich ein gutes Gefühl. Also die Verlosung, okay. Was da wohl verlost wird. Ich habe so eine böse Vorahnung. Hat die mir Geld fallen lassen? Und eine Limonade? Geht doch gar nicht. Er war wahrscheinlich zu betrunken von der Limonade. Oder hat er einen Zuckerschock und ist deswegen umgekippt und hat die Limonade vergessen. Er ist stark beim Schwert, aber recht schwach bei Schlüssel und Rolle, wenn er mich fragt. Das ist wahrscheinlich der zukünftige... Ach, nochmal Geld gefunden. Wir haben schon 70... Wahrscheinlich der zukünftige Herrscher oder irgend sowas. Was haben wir hier für einen Laden? Grocery, also Gemüse. Doch Mundraub, ne, wenn wir das hier essen, oder? Mit sich rein. Wolkenloser Himmel, milde Temperaturen bei leichtem Wind aus unterschiedlichen Richtungen am Nachmittag. Kurz und gut, schönstes Feiertagswetter Columbia. Und nun wieder Musik. Ja, da lobe ich mir das doch. So muss ein Feiertag sein, oder? Okay. Wer ist dieses Mädchen? Okay, Kinetoskop benutzen, ah. The false shepherd, der falsche Schaf, hörte. Seeks only to lead our lamb astray. Versucht nur, unseren Lamp von dem Weg abzubringen, sozusagen. Ja, was kann man hier? Aha. Beware the false shepherd. Der falsche Hirte will unser Lamm auf Abwege führen. Wer ist der falsche Hirte? Ist er es?
Ist er es? Oder er? Bist du es? Nur unsere Wachsamkeit schützt das Lamm vor den falschen Hirten. Ende. Naja. Gehen wir mal hier rein. You are on the honor. Put money in the bag that's found ready bless. You are on your honor. Okay. Du bist in deiner Ehre. Put money in the basket. Also hier wird wahrscheinlich für irgendwas gesammelt. Fass durchsuchen. Okay. Wieder Radio. Und mal ausschalten. Banane essen wir natürlich. Banane. Kuchen essen wir natürlich. Gesundheit voll. Okay. Flächen unbekannten Fusels trinken. Natürlich. Ist doch nur richtig geil, wenn man auch mal ein bisschen betrunken spielen kann. Sollen wir bezahlen? Ja. Bitte sehr. Natürlich machen wir das. Wir klauen nicht. Ich sehe schon wieder das nächste Geld. Hier finden wir ja überall Geld. Ich bin mal gespannt, was wir davon kaufen können. Ich bin richtig im Sinne, konnten wir da Ausstattung für uns quasi kaufen mit dem Geld. Jetzt kann man hier nichts kaufen. Okay. Also für das da so viele Leute sind, bemerkenswert wenig Interaktion. Das hätte ich jetzt anders erwartet, zugegebenermaßen. So ein bisschen mehr Adventure-mäßig, aber das hat man wohl drauf verzichtet. Wirklich was tun kann man in dem Laden hier auch wieder nicht. So, jetzt ist die berühmte Frage, gehen wir jetzt rüber oder gehen wir nach rechts? Guck mal auf der Uhr, wir können uns jetzt. Was meinst du? Rechts oder geradeaus? Wieder. Geradeaus. Okay. Dann gehen wir geradeaus. Ja. Wieder eine Brücke und haben hier einen Blumenladen natürlich. Und da steht eine Tasche, die wir wieder mal leerräumen können. Möchten Sie eine Nelke zum Anstecken? Wir sammeln für die Patriotische Mädchenliga. Oh, Patriotische Mädchenliga. Würde sich aber toll machen an Ihrem Revier, falls Sie sich's anders überlegen. Ich bin hier. Naja, das Schlechteste, glaube ich, ist das nicht, dass man so ein bisschen Patriotismus zeigt. Geld haben wir ja wirklich genug. Mama weiß ja nur nicht, wofür man es braucht. Jede Menge Blumen, Blumenbeete. Da blinkt was in der Ferne. Wieder ein Voxophon. Und da ist er wieder, unser Freund. Ein Mensch komm, steigt Stock. Ins Taufwasser. Als anderer Mensch entsteigt er ihm, wiedergeboren. Aber wer ist dieser Mann, der da untergetaucht ist? Vielleicht ist er Sünder und Heiliger in einem, bis ihn die Menschheit wieder erblickt. Tja, vielleicht ist es auch ein Mensch, der gerne in Sünden badet. Und fast dabei ertränkt wird. Sorry, we are closed. Also der Blumenladen ist hier wohl dieser Blumenladen. Es scheinen wohl zwei verschiedene zu sein anscheinend. Der ist jedenfalls geschlossen. Weil hier, der ist doch offen, oder? Nee, der ist auch geschlossen. Okay. Okay, hier ist ein Buch. Hier ist wieder Kasse. Scheint aber keiner kassieren zu wollen anscheinend. Tja, ich würde jetzt gerne eine Blume kaufen. Was muss ich dafür tun? Hallo? Nein, geht nicht. Dachte ich mir schon fast. Eine Sackgasse. Der guckt uns blöd an. Oh, ein Bus anscheinend. Dörf. Okay. Die Tür ist zu. Was sind wir jetzt hier? God only knows. Today only. Columbia's gayest
Quartett. Steht da jetzt wirklich Columbias schwulste Quartett? Okay. Ja. The Music of Tomorrow Today. Die Musik von morgen heute. Okay. Von der schwulsten. Nochmal. Schwulsten Quartett. Ich kann es ja gar nicht glauben. Ich muss es nochmal lesen. Das Fass ist leer. Erdnüsse. Anscheinend verlieren wir automatisch immer Gesundheit. Kann das sein? Also es ist nicht nur Gesundheit, sondern an sich auch Hunger. Der Laden ist wieder zu. Oh, die tanzen ohne Musik. Sehr schön. Vielleicht ist ja Musik da, du hast ja Musik ausgemacht. Stimmt, ich habe die Musik ja ausgemacht. Vielleicht ist Musik da und wir hören sie noch nicht. Zurück in 5 Minuten. Also offensichtlich ist hier jeder Laden geschlossen. Tja. Hier kommt jetzt ein Hof. Schon wieder Leute, Kinder. Solches Gerede fällt auf. Werd mir bloß nicht so ein Finkenradikaler, John. Oh, ein Finkenradikaler. Ich heirate einen Vox Populi. Klar? Sie will keine Rolle in dem Stück. Ich heirate einen Vox Populi. Wir wissen ja immer noch nicht, was das ist. Chips, ja, und nochmal ein Geldstück. Oh, ein Portemonnaie, das hat hier jemand verloren. Oh, wir haben schon fast 100 Geldstücke zusammen. Wir wissen allerdings noch nicht, wofür wir das überhaupt sammeln. Ne? Also Äpfel. Stein, Schere, Papier. Mal gucken, wer gewinnt. Ich würde sagen, das Mädchen. Ja, gewonnen. Der Stein schleift die Schere. Und ich habe irgendwie das dumme Gefühl, die machen die ganze Zeit dasselbe. Kiste, da kann man nichts mehr tun. Hey. Wir kommen offensichtlich immer näher an dem Fest und da ist eine Statue. Ich habe das dumme Gefühl, das sollten wir uns erst in der nächsten Folge angucken. Und von daher wieder mal ein wunderschöner Cliffhanger und ein schönes Bild, was wir gerade mal fotografieren sollten als Titelbild für diese Folge, findet ihr nicht auch? Also, wir sehen uns morgen wieder zu einer nächsten Episode von Bioshock Infinite und ich hoffe, dass dann irgendwas mal auch passiert. Bis morgen. Tschüss.